Der Kollege Michael Frieser das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht in keinster Weise darum, Menschenrechtsverletzungen in Ländern kleinzureden. Das Gegenteil ist der Fall. Wer ein treffsicheres, ein funktionsfähiges, an Menschenrechten orientiertes Asylsystem braucht und durchhalten möchte, der muss sich notwendigerweise darüber Gedanken machen, wie er dieses Asylsystem auch tatsächlich durchführbar, organisierbar hält. Und das bedeutet, dass sich Deutschland mit dieser Frage wirklich nirgendwo auf der Welt verstecken muss. Wir haben ein Asylsystem, wir haben die Frage der Aufarbeitung so gründlich, so tief, so genau wie nirgendwo in der Welt. Und genau dabei soll es, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch bleiben. Was wir heute machen, ist eben gerade keine Symbolpolitik nach innen, sondern es ist sehr wohl ein Signal, dass wir deutlich sagen, hier handelt es sich nur darum, dass wir eine Regelvermutung, ein fürchterliches Wort, was bedeutet es, eine Regelvermutung zulassen. Und gemessen an der eingängigen, absolut gefestigten Rechtsprechung sowohl des Bundesverfassungsgerichtes als auch des Europäischen Gerichtshofes ist, dass in Ländern, in denen eben keine durchgängige und keine generelle Verfolgung herrscht, durchaus die Möglichkeit besteht, diese Regelvermutung als sichere Herkunftsstaaten aufzumachen. Sind wir doch mal bitte ehrlich, wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann bedeutet das, dass die Anerkennungsquoten gerade aus Algerien, aus Marokko, aus Tunesien von 0% bis gerade mal 2% reichen. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass tatsächlich erstens tatsächlich Prüfungen stattfinden, die bei Einzelfällen eine Verfolgung nicht nur in der Überprüfung gewährleisten, sondern auch feststellen. Und das wird definitiv auch nach der Frage der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat möglich sein. Das wollen wir, das will unser Rechtsstaat, und das sind wir unserem Asylrecht nach dem Grundgesetz auch schuldig. Dabei bleibt's. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum Sie die Öffentlichkeit versuchen, aus der Opposition darüber zu täuschen, dass es sich hier um eine Abschaffung des Asylverfahrens im Einzelfall handeln würde. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir müssen auch mal sehen, was die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, am Ende in diesem Asylverfahren wirklich beitragen. In den seltensten Fällen wird überhaupt ein Verfolgungsgrund nach Asylrecht vorgetragen. In den seltensten Fällen ja erscheinen die jeweiligen Antragsteller in der Anhörung überhaupt. Und das heißt natürlich menschlich verständlich, dass sie nach einem anderen Zweck ihrer Reise nach Deutschland, ihrer Flucht nach Deutschland suchen. Ich möchte darüber, niemand will darüber den Stab brechen, aber eine Frage des Asylverfahrens ist das selbstverständlich nicht. Es geht entscheidend darum, dass wir, und das war mit Sicherheit nicht ganz leicht, mit der Verhandlung mit diesen Ländern deutlich gemacht haben, dass wir sie an eine Selbstverständlichkeit erinnern, dass man die Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien an die Frage der Rücknahmepflicht ihrer Bürger erinnert. Das ist etwas, wo man deutlich sagen muss, dass der Innenminister auf dieser Reise etwas sehr Unangenehmes tut, nämlich die Länder daran zu erinnern, dass es eine völkerrechtliche Verpflichtung gibt. Und letztendlich war das aber auch entscheidend und wichtig dafür, diesen Ländern bewusst zu machen, dass es einen Prozess in Europa, in Deutschland gibt, die sich genau mit der Frage der Situation auch der Menschenrechte in diesen Ländern beschäftigen. Ich sage es an dieser Stelle noch einmal deutlich, Herr Innenminister, unseren herzlichen Dank für diese Frage, für diese Reise, die nicht einfach war, durch diese Länder die Menschen davon zu überzeugen, dass es entscheidend und wichtig ist. Und da bin ich bei der Frage der außenpolitischen Komponente. Auch das ist grundfalsch, zu glauben, dass das nur eine Innenansicht der Politik wäre, sich mit der Frage des Asylsystems zu beschäftigen. Wir hatten das Thema Fehlanreize, Signale nach außen schon diskutiert. Aber gerade die Reise des Innenministers in diese Länder bedeutet doch, dass wir dort einen Prozess mit anstoßen, dass wir dort tatsächlich dafür sorgen, dass auch
ohnehin und unbestreitbare Menschenrechtsverletzungen im Einzelfall auch thematisiert werden. Das ist etwas, wo wir tatsächlich auch die deutsche Öffentlichkeit nicht täuschen wollen. Und genau darum geht es, dass wir auch durch unser Asylsystem darauf hinweisen, dass wir die Entwicklung dieser Länder durchaus betrachten müssen, dass unsere Hilfe, dass unsere Entwicklungspolitik ein wesentlicher Anreiz sein muss, diese Länder in ihren Anstrengungen, die vorhanden sind, auch zu unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht eben gerade nicht darum, diese Länder in irgendeiner Art und Weise mit einem Qualitätsstempel für eine unverbrüchliche demokratische Entwicklung zu versorgen. Es geht natürlich darum, unser Asylsystem funktionsfähig zu halten. Es geht aber auch darum, dass wir an einem Zusammenwirken der Politik aus unserem Land heraus deutlich machen, dass wir Fehlanreize nach unten nehmen, dass wir den Migrationsgrund, den Migrationsdruck nach unten nehmen. Und es geht am Ende des Tages natürlich auch darum, dass wir helfen, Hilfestellung leisten können. Dieses Gesetz, das wir uns nicht leicht gemacht haben, ich glaube, auch diese Stunde der Diskussion hat es gezeigt, dass dieses Verfahren etwas ist, wo wir gerade den Mitarbeitern beim BAMF, wo wir gerade den Mitarbeitern beim Innenministerium sagen können, es wird eine Einzelfallprüfung geben, es wird nach wie vor eine Qualität des Verfahrens geben. Aber am Ende des Tages müssen wir einsehen, dass dieses Gesetz nicht nur angemessen, dass es notwendig ist, dass es verhältnismäßig nach den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichtes und des Europäischen Gerichtshofes ist und dass es am Ende des Tages auch die einzig richtige Antwort ist, um unser Asylsystem treffsicher und ja auch menschlich und human zu halten. Vielen Dank.